Herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas Lonesome Road. Wir stehen vor der Tür zum Sonnensteinturm. Und ja, Idi, schauen wir da mal rein. Mal Tür auf hier, Türklinke, und schauen wir mal, was uns erwartet. Okay, ich habe schon einen Gegner auf dem Radar. Gehen Sie auf das Dach des eingestürzten Bürogebäudes und erreichen Sie die Kluft. Wir sind noch versteckt, das ist schon mal gut, da werde ich hier mal speichern. Und jetzt schalte ich hier mal das Licht aus, ich will mich nicht zu schnell verraten hier. Trotzdem packe ich hier mal meine Kettensäge aus. Und natürlich. Moment, den versuche ich gleich mal. Nein! Verdammt! Ich wollte noch eigentlich mit der Ketten, mit dem Scharfschützengewehr einen Headshot verpassen, aber gut. Jetzt müssen wir wohl so ran. Komm, komm, komm! Tunnelgräber! Tot! Och nee! Idi! Ah! Ah, oh, das sind ja noch mehr! Ah! Oh, verdammt! Shit! Mann, diese Viecher! Ich konnte jetzt nicht mal mehr das Stimpack so schnell einsetzen. Och, Idi, Mensch! Blöder Hund! Ah! Verflucht! Ah, oh, verdammt! Die gehen nicht kaputt! Ja klar, und jetzt zu dritt! Natürlich, warum nicht? Ah, ich bin eh schon tot hier! Erledigt? Erledigt? Erledigt! Ah! Idi! Okay, der lebt noch. Wow. Oh. Speichern. So, wie viele Stimpacks haben wir denn überhaupt noch? Stimpack, 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 das ist ja. 36 Stimpacks, 4 zur Autoinjektion. 16 Super Stimpacks, ja, das sollte doch reichen. Boah, leck mich fett hier. Ja, Schwierigkeitsgrad sehr schwer, ja. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, was wir hier noch finden. So, Kettensäge mal wieder weg. Durchsuchen, Tunnel. Wo liegt denn hier? Ist das ein bisschen da? Soll denn das sein? Das ist ein großer Zeh vom Tunnelgräber, oder was? Ne. So, Vorkriegsgeld. Nehmen wir mal mit. So, was haben wir sonst noch hier? Hier haben wir nur alte Bücher. Da haben wir was. Stange Zigaretten. Nein, brauchen wir nichts. Das ist leer. Ja, ist hier ein Safe. Verschlossen durchschnittlich. Ja, kein Problem. Super Stimpack, Vorkriegsgeld. Und ein Magnum Revolver. Ja, warum nicht? Die Patrone nehmen wir mal mit. Revolver selber kann hier bleiben, der interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Ich bin eigentlich mit der Kettensäge ganz zufrieden, also das Teil ist schon nicht schlecht. Das müssen wir schon mal dazu sagen. So, da haben wir noch ein paar Vorkriegsbücher. Und, na Kollege. Hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Freddy Fierce House of Scares. Ja. Bruderschaft des Stahls. Oder stählerne Bruderschaft, so. Steht da noch was drunter? Ich kann es nicht lesen. Ja, Lady
Liberty. Aber da steht irgendwas anders. Libra. Da steht irgendwas anders. Egal. Red Chinese. Irgendwas. Ja. Rote Armee und Graf Dracula. So wie es aussieht. So. Speichern. Weiter. Okay, Feinde sind da mal hier nicht auf dem Radar. Vorkriegsgeld. Ja, dann nehmen wir das nicht mit. Und die Tür können wir öffnen. Und eben mal gut auf Fallen achten. Man weiß ja nie, verschlossen leicht. Ja, das ist ja kein Problem. Ah, und offen. So, was haben wir denn hier? Korken, Morphine, Vorkriegsgeld, Il Fantoma. Haben wir wieder eine gute Ausbeute hier. Ich höre da was. Poster betrachten. Wieder wie ein Kind fühlen. Sie alle Poster. So, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Gut, hier haben wir noch einen leeren Aktenschrank. Können wir hier noch Poster betrachten? Nein. Da haben wir auch noch ein paar Poster. Können wir aber auch nicht ansehen. So. Auf dem Radar sehe ich jetzt mal keine Feinde. Und Metallkiste ist natürlich leer. Werkzeugkasten ist eh nie was Brauchbares drinnen. Und Schreibtisch. Ah. Immer klicke ich die leeren Sachen an hier. So, Korken. Wunderbar. Und den Rest, den brauchen wir ja sowieso nicht. Und die Tür zur Kluft. So, da werde ich jetzt mal hier mal speichern. Kettensäge in die Hand. Und raus. Und ich jetzt wieder hier. Kaffee. Hm. Oh, herrlich. Heißer, frischer Kaffee. Oh. Hopeville. Die High Road. Ashton. Kleine Risse in der Erde. Das alles ist nichts im Vergleich zum Abschnitt vor dir. Vor dir liegt die Grenze der Kluft. Dein Werk, die Geschichte, die du in die Erde gebrannt hast. Was du den Leuten dort hinterlassen hast. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich will nicht reden. Ja, will ich eigentlich eh nicht. Ich will das hier nur überstehen. Du findest mich am anderen Ende der Kluft, hinter den Gräben und den Wracks. Hier habe ich mein neues Zuhause, unter toten Menschen. Du und diese Maschine behaltet den Turm am Horizont im Auge. Du wirst den Weg schon finden. Hast es so weit geschafft. Ist nicht viel weiter. Feindkontakt, Feindkontakt! Was denn noch? Kannst du mir noch mal was reparieren hier? Oh, er kann. Aha, Kettensäge voll. So, wunderbar. Gut, da sind Feinde, das glaube ich auch. Deswegen schleiche ich jetzt hier mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Werkzeugkasten. Schauen wir mal rein, vielleicht haben wir ja was. Nee, haben wir nichts Brauchbares. So, aber jetzt mal hier. Die Sniper wieder. Schauen wir da mal. Riskieren wir mal einen Blick runter. Oh, da drüben. Da sehe ich doch schon einen. Da erwarten uns aber eine ganze Menge Gegner. Und da sehe ich schon einen Atomsprengkopf. Ach, das sind Maulwurfsratten. Na gut, gut. Maulwurfsratten sind mir eigentlich relativ egal. You can go home, Courier. Ja, dann würde ich sagen, sprengen wir mal den Nukular-Sprengkopf mal in die Lahuft. Und tralalalala.
So. Hallo Feinde. Wo seid ihr? Ach, da drüben. So, jetzt könnten wir mal was probieren. Ich speichere mal hier. Oizlitz, C-Detektor. Ich weiß nicht, ob der bis da hinten hinlangt, aber probieren wir es einfach mal. Boom! Hey, der heilt sich wieder. Was soll denn der Scheiß? Der heilt sich da wieder. Ganz ehrlich, wenn der sich heilt, da behalte ich mir aber meine C-Detector Charge noch. Da versuche ich mal später ein bisschen anders ranzukommen hier. Aber wir könnten ein bisschen rüber snipen. Und... Ah, schön erwischt. Nein, nicht abhauen. Und... Ach, daneben. Verdammt! Ich treffe den nicht. Ah, komm schon. Jawohl. Der ist down. Da hinten kommt noch einer. Ach, der läuft da runter. So, komm her, komm her. Hit. Ach, daneben, verflucht. Ah, komm her, komm her. Ah, komm her! Ich werde den doch wohl treffen. Ich treffe den nicht. Probieren wir es bei dem. Na komm! Ich treffe die. Ich treffe die einfach nicht, das ist doch... Jetzt komm, das ist doch nicht wahr hier! Na, endlich! Da braucht man hier massenhaft Munition, um einen umzulegen. Das ist ja unglaublich. Kommen die eigentlich hier rauf? Ich glaube eher mal nicht. So! Ja, und wie wir weiter snipen gehen, das sehen wir dann wieder in der nächsten Folge.